Also herzlich willkommen zum ersten Potenzialkongress. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Interviewpartner zu haben, der Hubert Maria Dietrich. Ich kenne den Herrn Dietrich persönlich erst seit ein paar Minuten, aber über seine Firma, über sein Produkt, das Putzwasser, das kenne ich seit Jahren. Und ich nutze das Putzwasser und bin begeistert, weil es praktisch völlig ohne Chemie arbeitet und mir ungefähr 80% der sonstigen Putzmittel erspart und Reinigungsmittel erspart, und es funktioniert wirklich hervorragend. Dadurch bin ich jetzt aufmerksam worden für diesen Kongress auf den Herrn Dietrich. Er macht ja noch viel mehr. Seine Firma heißt Humanum, von Mensch zu Mensch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bei Ihnen geht es ja auch sehr stark um Potenzialentfaltung, um Potenziale freizusetzen, und zum einen über das Thema, was wir gerade schon gesprochen haben, über das Thema Wasser, und zum zweiten natürlich auch das Thema Mensch. Also Sie verknüpfen beide Bereiche, Wasser und Mensch. Und man sagt immer, der Mensch besteht ja auch zu 90% aus Wasser oder vielleicht noch mehr, je nachdem von welcher Seite, dass man sich nähert. Und ich freue mich heute über das Interview. Es wird bestimmt sehr, sehr spannend. Herr Dietrich, vielleicht erzählen Sie ein bisschen was zu Ihrer Geschichte, wo Sie herkommen, wie Sie denn auf dieses Thema überhaupt gekommen sind. Also eigentlich bin ich, glaube ich, jetzt schon fast 30 Jahre in diesem Metier drin. Und schon als junges Kind habe ich mir gedacht, vielleicht ist das die Impression, die man dann so trägt, dass es ja im Bad gibt es ja ein Waschbecken mit einer Leitung, und da gibt es auch eine Toilette. Und ich habe immer als Kind gedacht, das Wasser aus der Toilette wird wohl ein anderes Wasser sein wie das aus dem Waschbecken. Und habe dann meinen Papa mit vielleicht 8 Jahren gefragt, wo denn die zweite Leitung ist und wie das denn funktioniert. Und seitdem ich nur Erstaunen bewirkt hatte, dass ich frage, das muss doch wohl ein anderes Wasser sein, was ich in der Toilette nehme, und das andere, was ich da zum Trinken nehme. Aber das kam nicht so gut an bei meiner Familie. Und seitdem bin ich eigentlich gefühlt auf dem Weg, ein bisschen zu gucken, um was es denn geht. Und bei der Geburt meiner ersten Tochter Lisa habe ich dann beschlossen zu kündigen. War mal bei IBM, so eine Computerfirma halt. Und und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und so wie jeder irgendwann entscheidet, sich auf den Weg zu machen. Und was ist Ihre Grundausbildungsrichtung, aus der Sie kommen? Sie sagen IBM. Kommen Sie aus dem Computer, aus dem Informatikbereich? Nein, ich bin eigentlich Bierbrauer. Ah! Genau. Und ich habe nur 10 Jahre bei IBM gearbeitet, habe mich da so ein bisschen, wie man sagt, hochgearbeitet. Aber ich bin eigentlich von Beruf Bierbrauer. Habe irgendwann mal Abitur gemacht, aber dann habe ich festgestellt, dass das alles nicht so wirklich was für mich ist, was man da so lernt. Genau. Und die EDV ist in Ordnung, aber mir war diese digitale Welt dann auch zu seltsam, lasse ich es mal stehen. Ja, und dann kam halt die Geburt, und dann habe ich in der Stunde der Geburt gesagt, ich kündige. Ach, und dann haben Sie sich auf den Weg gemacht und haben geforscht. Ja, ich habe mich erstmal mit vielen Sachen verforscht, würde ich sagen, weil es war am Anfang nicht so einfach, ne? Und habe mit Licht gearbeitet, mit Biophotonen, mit Nullfeldgeneratoren, mit allem, was Technik war, und bin aber dann wieder von der Technik weg, weil ich gemerkt habe, dass das Leben doch viel mehr ist wie nur Frequenz und Schwingung, sondern dass dahinter eigentlich was ganz anderes steht. Deshalb habe ich mich da wieder wegbewegt, obwohl der Mainstream ja auf dieser Welle läuft. Aber und habe dann irgendwann das gemacht, wo mit 8 Jahren mal das erste begann, mich mit Wasser zu beschäftigen. Und das war mein Ding, und dann ging es los. Und irgendwann habe ich die Frau Maria Magdalena Assange in München getroffen. Die hat da profundes Wissen im Wasserbereich und sonstige Bereiche. Dann haben wir uns sozusagen zusammengeschlossen. Ich habe den Lichtmatrix damals gegründet, heute Humanum, so hieß das halt. Mhm. Und und dann habe ich halt angefangen, mich tief mit dem Wasser zu beschäftigen. Und jetzt mache ich alleine weiter, seit ungefähr 5 Jahren mit der Firma Humanum, das ist die Geschichte, und entwickle alle paar Monate ein neues Produkt, wo ich denke, das passt zu dem Mensch, zu der Welt halt gerade, was ich so denke halt. Genau. Ja, die Welt ist ja gerade wohl in einem der größten Umbrüche, die wir erleben, und wir sind mittendrin. Und das hat mich ja auch motiviert, diesen Kongress ins Leben zu rufen, weil es braucht jetzt
andere Herangehensweisen an viele Dinge. Und es gibt ja schon viele gute Ideen, die in der Vergangenheit entwickelt wurden, erforscht wurden. Aber Sie haben gerade den Begriff Mainstream genannt, noch nicht immer im Mainstream so, ja, so erfolgreich angekommen sind. Wir kennen, die Gründe sind wahrscheinlich vielfältig. Wie ist es denn bei Ihnen? Ich habe mal gelesen, dass Sie Ihre Produkte auch in der Industrie schon recht erfolgreich verkaufen können. Stimmt das? Ja, früher war das mehr. Heute bin ich mehr in der Landwirtschaft, weil die mir am Herzen liegt, um da Düngemittel und sonst und Wasser einzusparen. Mhm. Deshalb arbeite ich seit 5 Jahren eher in der Landwirtschaft. Früher ging es auch mal in die Wirtschaft hinein, aber die Widerstände, weil es sind ja nur ein paar Tropfen Wasser. Und Sie können das einem Quantenphysiker halt in der Regel gar nicht erklären. Es gibt zwar Modelle, aber ich sage jetzt mal, diese heutige Quantenphysik und das, was heute man unter Technik und alles, was man mit technischen Begriffen erklärt, ja, man erklärt ja mit technischen Begriffen den Herrn Tesla, den Herrn Reich, den Herrn Schauberger, wie sie alle heißen, mhm. ja, große Köpfe, aber das ist halt Technik, verstehen Sie? Und es ist halt ein Unterschied, ob ich Quantenfeld sage oder Schöpfungsfeld. Mhm. Das sind halt Welten dazwischen. Und von daher habe ich mich da ein bisschen anders verhalten, würde ich sagen. Und denke, dass ich jetzt eher das mache, was ich früher auch gemacht habe, von 1:1. Das heißt, die Menschen kommen zu mir, ich komme zu den Menschen. Und einer erzählt es weiter. Das hat eine gute Basis. Und es wächst dann halt, sagen wir mal, natürlich oder homogen. Ja. Mhm. Aber das Wichtigste heute ist, dass ich Dinge tue. Das war schon immer meine Absicht, auch früher schon, dass die Menschen etwas sehen, was sie nicht glauben und es funktioniert. Wissen Sie, können jemand nicht belehren. Sie können nicht jemand tragen, wohin sie wollen und dann entwickelt er sich, was immer das ist, was immer entwickelt ist. Sondern die müssen alles selbst gehen. Und das ist am besten. Ja. Und wenn sie dann Dinge tun, die man nicht versteht und sie funktionieren trotzdem, dann kann der Mensch eine Entscheidung treffen. Er kann dann sagen, oh, da ist etwas, ja, das kapiere ich nicht, das kapiere ich auch technisch nicht oder ich sehe mich nicht. Ich interessiere mich, da gibt es eine andere Welt. Und das ist, glaube ich, die Schnittstelle. Ich will nur zeigen, dass es was anderes gibt. Ab dann muss jeder selbst gehen. Weil er braucht dann auch Kraft, verstehen Sie? Sie können die nicht nähern, die fallen alle um. Sie sind dann doch wieder die Quantenphysiker und die Quantentechniker und die Quanten und die Quanten und die Quanten. Und das ist auch nett. Und es gibt Frequenzen und es gibt das Ganze. Wenn jemand, sagen wir mal, bewusst und die Dinge einschätzen kann, kann man auch mit solchen Sachen gut arbeiten. Aber mir geht es darum, es gibt einfach nur ein Schöpfungsfeld. Punkt. Warum nennen wir das nicht so? Ne? Warum müssen wir das sowas wie Quanten nennen? Es gibt ein Schöpfungsfeld, das ist die Erde und das war's. Ne? Und von daher ist das sehr rudimentär einfach, würde ich sagen. Ja, das ist ja mein Spruch, wenn es nicht einfach geht, dann geht's einfach nicht. Und genau. Ich glaube auch, dass die wirklich großen Dinge, die wichtigen Dinge relativ einfach sind, wenn wir das Prinzip mal verstanden haben. Ja. Was haben Sie denn verstanden, Herr Dietrich? Worauf sind Sie denn gestoßen? Also, nochmal muss ich sagen, dass die Anfänge von diesem ganzen Wasser ich nicht entwickelt habe, muss man einfach immer wieder die Wahrheit sagen. Ich habe das zwar weiter oder anders gemacht und anders entwickelt. Ich versuche das mal ganz kurz als Bild, weil wir dann doch stundenlang erzählen müssen. Das wäre vielleicht zu viel. Also es gibt im Prinzip ein Erdfeld, ein Feld auf der Erde, wo wir leben. Eine ganz einfache, rudimentäre Sache. Und dieses Erdenfeld ist sozusagen das Schöpfungsfeld innenliegend oder inhärent, wie man so schön sagt. Und hier sind wir geboren, hier leben wir und jetzt hier sind alle Stoffe in Synchronizität mit uns. Das heißt, ein natürlicher Apfel, ein natürlich gewachsener Fisch, der hat alle diese Sachen, die wir brauchen, weil er in der Synchronizität mit der Erde gewachsen ist und wir darin Platz finden. Und wenn wir jetzt das verlassen, das Feld, zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, Antibiotika ist so ein Feld, wo wir alles verlassen haben. Ne? Das ist sozusagen die stille Pandemie heute. Ne? Also wir reden von der Pandemie, von dem, aber die stillste Pandemie, die schlimmste Pandemie ist die, dass wir bald keine wirksamen, für die Pharmaindustrie und für die Pharmamediziner, keine wirksamen Antibiotika mehr haben. So, warum? An dem Beispiel mal, weil mir das gerade einfällt, die Synchronizität dieses Antibiotikas mit der Natur ist nicht mehr gegeben. Ja? Das heißt, wenn man tief hineinschaut, dann besteht das tiefe Verstehen nur noch aus Klang und aus Spiralfeldern, ja, Spiens. Mehr ist das nicht. Das ist keine
keine Frequenz, das ist alles, das kommt später, sondern das Ursächliche ist einfach Klang und das Ursächliche ist eine Spirale, die eine Bewegungsrichtung hat. Das ist alles. Das ist das Feinstoffliche, und mit dem ich mich beschäftige. Und wenn wir jetzt diese Synchronisation mit der Erde verlassen haben, am Beispiel Antibiotika, dann können wir diese Synchronisation wieder deinformieren. Das heißt, also mein Job ist immer, das wieder zu reparieren, sozusagen. Und ich nehme jetzt die Deinformation dafür her, Dinge zu verändern. Ja, am Beispiel von Antibiotika würde ich jetzt gar nicht etwas von mir nehmen, weil das nicht mein Job ist. Da würde ich Chlordioxid oder sonst was nehmen. Also ich würde gewisse Sachen nehmen, die wieder in dem Erdenkonzept, in der Synchronizität der Erde mitschwingen. Ja, und dann finden sie wieder Halt sozusagen, ja, und das passiert auch beim Putzwasser, das ich ja schon ansprach, ne? Da ist es so, dass dort die Synchronizität mit dem was Wasser in der Erde ist, wieder stattfindet, und dann fängt das Wasser an, intelligent zu werden. Das ist das Entscheidende, das bedarf einer Intelligenz und kann unter anderem putzen. Ja, genau. Also das, was aus dieser Synchronizität mit der Erde gefallen ist, das versuche ich mit Produkten auszugleichen und den Menschen sagen, schau mal, da funktioniert was, das glaubst du ja nicht. Ja? Und dann schauen sie und dann sagen die, wow, das gibt's ja gar nicht. Und dann müssen sie aber selbst gehen, verstehen Sie? Alles, was sie mehr tun, das funktioniert nicht. Das ist meine Lebenserfahrung. Ja? Also ich habe früher andere Sachen gemacht, aber meine Lebenserfahrung ist, dass sie dann selbst gehen müssen. Okay, ich wiederhole jetzt mal, was ich verstanden habe, weil das ist schon ein sehr, sehr interessantes Feld. Also es gibt diese natürliche Synchronizität in der Erde, ich sag mal die Natur, die da war, bevor wir da waren, die funktioniert hat. Und Schöpfung. Genau, die Schöpfung. Jetzt hat der Mensch begonnen zu forschen, hat der Mensch begonnen auch Dinge zu verändern, mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Und durch diesen Veränderungsprozess wurde die Synchronizität, ich sage jetzt nicht aufgehoben, aber zumindest beeinflusst. Ist das soweit richtig? Ja, sie fallen aus der Harmonie heraus. Ja, genau. Jetzt sprechen Sie ja von Klang und Spiral. Jetzt würden ja manche auch sagen, ja, Klang ist ja auch Frequenz, ist ja auch Schwingung. Ja, das stimmt. Jetzt wird es sehr kompliziert und auch sehr fein. Aber wenn Sie jetzt mal, also ich sage jetzt mal nicht, dass ich etwas besser weiß wie andere, das weiß ich bestimmt nicht, sondern ich habe mich tief damit beschäftigt. Und wenn man sich, glaube ich, da tief hineinbegibt, dann weiß man vermutlich, ich weiß es nicht, also ich für mich habe das entschieden, subjektiv, ja, dass es einfach gar keine Linie mehr gibt und auch keinen Kreis mehr gibt, sondern es gibt nur noch Spiralen und Drehrichtungen, und die ganze Welt ist eine einzige kleine große Spirale, und daraus entsteht Klang. Das ist sehr, auch wieder rudimentär, aber das ist das, womit ich arbeite. Genau. Also die Spirale ist für Sie ein, ich wiederhole jetzt mal, wie ich es verstanden habe, ja. Die Spirale ist für Sie ein Grundbaustein dieser natürlichen Ordnung, in der wir leben. Ich erweitere noch, es gibt nur die Spirale. Aus der entsteht alles, und die Spirale steht sozusagen im Schöpfungsfeld. Mhm. Das nennen Sie jetzt Matrix, das nennt man Chi, Prana, das gibt es jetzt wieder tausend. Ja. Fünftes Element, da gibt es ja tausend Worte, aber diese Spirale, die sich dreht, die ein Teil von vielen Milliarden, Äonen von Spiralen, wir können uns das nicht vorstellen, ja, ist im Prinzip das, was die Alchemisten auch sagen, das ist das, was im Äther fließt. Ja? Es ist alles durchdrungen mit Äther. Mhm. Und diese Spiralen, die man so nicht sehen kann, die sind sozusagen eingebettet in der Schöpfung, und die Schöpfung drückt sich aus. Und als Mensch sozusagen drückt sich die Schöpfung in uns aus. Und so drückt sich alles aus in uns. Aber die Spirale ist das Entscheidende. Mhm. Können Sie jetzt für uns ein bisschen definieren, was macht eine Spirale? Was ist der Unterschied jetzt im Leben? Zum Beispiel, Sie haben einen Kreis angesprochen, von der Spirale und vom Kreis. Was ist das Besondere, was die Spirale in sich trägt, was andere Formen jetzt nicht in sich tragen? Und warum funktioniert die Spirale so gut? Also ich mache jetzt das mal live am Putzwasser, weil das kann dann jeder nachvollziehen. Verstehen Sie? Das wird jetzt sehr, sehr theoretisch. Und die Theoreme bringen uns nichts. Ne? Und irgendein Modell oder Axiom bringt uns ja jetzt auch nichts. Aber wenn ich jetzt mal Putzwasser, ganz einfaches Wort, die sind da selbst Putzwasser-Liebhaber, wie ich festgestellt habe. Putzwasser ist intelligent. Okay?
Ich zeige Ihnen auch, warum. Das kann jeder sich zeigen. Wenn Sie jetzt etwas, ein bisschen Fett haben und ein bisschen Eiweiß auf dem Tisch oder so, dann können Sie das mit ein paar Sprüher, mit 7 Tropfen Butzwasser in 1 Liter Wasser, diese ganze Verdünnung abwischen. Wenn Sie jetzt das mit der Technik von Frequenzen und gab es auch früher viele Kreistechniken, aber wenn Sie das mit der herkömmlichen Physik oder Quantenphysik machen, dann geben Sie in dieses Wasser ein Programm, das das Wasser tun soll. Okay? Mhm. Und dann sind Sie draußen, verstehen Sie? Dann sind Sie nicht mehr in der Spirale. Okay. Da sind Sie nicht mehr der Schöpfung. Und zwar, weil das Wasser muss ja Ihren Anweisungen folgen. Mhm. Okay? Also wenn da eine Frequenz oder eine Schwingung oder das wird ja alles in Hertz gemessen, da drin steckt und keine Ahnung, Hochfrequenz ist vollkommen wurscht, dann muss das Wasser, weil es sich ja nicht wehrt, muss dem folgen. So. Mhm. Und das hat aber nichts mit meiner Technologie zu tun. Das ist alte Welt noch. Ja? Mhm. Das ist das, was die Chemie macht, nur in feinstofflich. Da hat sich nichts verändert. Ja? Das ist kein Angriff oder keine Wertung, es hat sich nichts verändert. Mhm. Weil ich nehme Wasser, gebe ihm eine Direktion und brenne ihm irgendwelche Frequenzen drauf, wegen mir auch Frequenzen, die Fett löschen. Alles das ist kein Problem. Mhm. Das ist aber so, wie wenn ich Chemie gebe. Das ist jetzt wurscht, ja. Das ist nur eine feinstoffliche Sache. Ja, aber am Butzwasser, um diese Intelligenz, mit dem, dass Sie das eigentlich diesem Schöpfungsfeld übergeben können, ist, dass wenn Sie jetzt mit diesem Butzwasser Ihre Hand Fett putzen wollen und das Fett auf dem Tisch, ja, das können Sie mit Butzwasser putzen. Aber Ihr Handfett kriegen Sie nicht weg. Und das sind einfach nur Kohlenstoffketten. Das heißt, irgendwann merkt der Hausmann oder die Hausfrau, merkt, dass das, was er denken kann, nämlich da putzt sie jetzt Fett weg und macht alles sauber, Dunstabzugshaube und Terranfeld und ich weiß nicht was, ja. Und am Ende des Tages ist ihr Haut gepflegt. Und das können Sie nicht mehr erklären. Weil Fett ist einfach Fett. Hautfett, Öl, das sind zwar Unterschiede, aber trotzdem Fett ist Fett. Lipidketten, so. Der Chemiker weiß das. Und da sehen Sie diesen Unterschied, wenn Sie diese Produkte in einem Schöpfungsfeld angebunden an die Schöpfung machen, werden die intelligent, die können denken. Ja, das Butzwasser weiß auf einmal, dass das ihre Hand ist. Und wenn Sie das mal erleben, dass es tatsächlich so ist, dass es weiß, was es tut, dann ist es nicht eine doktrinierende Welle, eine doktrinierende Frequenz, eine aufgeprägte Information, und das Ganze, was eigentlich die Chemie und Physik auch macht, sondern es ist einfach was anderes. Es fängt an, intelligent zu werden. Und dann sind Sie in einem anderen Bereich, wenn das Produkt zwar dafür geboren ist, Wasser zu sein und Deinformation betreibt, aber wenn Sie das einbetten können in diesen Schöpfungsfeld, in diese Schöpfung der Erde, dann wird es alles intelligent. Es tut nicht mehr alles das, was Sie denken. Trifft eigene Entscheidungen. Und das ist das Spannende. Deshalb liebe ich das auch so. Weil das kann kein Physiker der Welt erklären, warum das, was er denken kann, weil es nicht so einfach ist. Nicht, weil sie es nicht erklären können, sondern es ist halt so, wir müssen mit dieser ganzen Zivilisation der Menschheit, ja, müssen wir sehr wahrscheinlich uns verändern, sonst kriegen wir ein paar Probleme auf die Seite. Oh, das ist jetzt sehr spannend, was Sie sagen. denn letztendlich ist dieser Vorgang ja, ich sage jetzt mal, momentan leben wir in einer Welt, wo wir glauben, häufig aus dem Verstand heraus etwas verändern zu wollen oder zu müssen, damit es besser wird. Und ja. Sie sagen, die Schöpfung hat die Intelligenz in sich und weiß schon, was gut ist. Genau. Also, wir können es vielleicht anders beschreiben. Eigentlich zwingen wir einen Stoff dazu, etwas zu tun, was wir möchten. Und in Ihrer Technologie sagen wir dem Stoff, du bist ja von Haus aus intelligent genug. Wir nehmen alles weg, was außenrum um dich gemacht wurde. Sei du wieder der Ursprung und dien uns in deinem Ursprung. Und nutze aber nicht technische Geräte, nutze aber nicht Frequenzgeneratoren, dieses gesamte Zeug, was da auf dem Markt ist. Ja. Erst der Schritt zur Schöpfung muss geschafft werden. Mhm. Das heißt, ich formuliere so, die Strecke zu Gott. Gott ist einfach jetzt mal Synonym, die Schöpfung. Ja. Sie können nach Buddha, Laozi, Krishnamurti, ja. Das ist vollkommen verstanden. Es geht darum, dass wir, wenn wir uns entwickeln wollen, die Strecke zu Gott verkürzen müssen. Das ist eine Metapher, ein Symbol. Ja. Und alle diese humanen Produkte tun dies.
Ja, das heißt also, Sie wissen, dass das sehr, mit allem, was Sie berührt, ist ein sehr, ein Konglomerat von festgezürten Frequenzen, Informationen, Ideen, Emotionen, Mentalfeldern. Und es geht hin und sagt, deinformieren, lass los. In dem Moment kommt wieder das Schöpfungsfeld und regelt. Das ist ein anderer Prozess, den ich da stattfinden lasse. Und da kommen die sogenannten Zaubereien her, die gar keine Zauber sind, ja, weil das ist die Theorie, sondern das ist einfach, um es kurz zu sagen, Gutswasser verkürzt die Strecke zu Gott. Und deshalb wird es intelligent. Das ist aber jetzt Metapher, das ist ein Bild. Ja, klar, man konnte es ja nicht mehr schwer erklären, genau. Weil es aus einer anderen Ebene kommt. Genau. Sehr faszinierend, Herr Dietrich, sehr faszinierend. Und ich glaube, Sie sind ja wirklich hier an dieser Schnittstelle, wie sich die Welt verändern wird, wenn wir wieder zurückgehen zum Ursprungsprinzip. Einmal mit uns, und das machen Sie auch, Sie haben ja zwei Bereiche, Wasser und Mensch. Und zum anderen ist ja Wasser fast überall in unserer Materie oder in den wichtigen Dingen enthalten, in allen Lebensmitteln. Sie haben es gesagt, in der Landwirtschaft. Und ich verstehe schon, wenn man in der Landwirtschaft die Landwirtschaft wieder Landwirtschaft sein lässt, wie es ursprünglich möglich war, dann kommen am Ende andere Produkte heraus, als wie wenn man jetzt zuvor schon viel Information, viel Frequenz oder was auch immer hineingibt, dann ist es natürlich ein anderes Produkt, das hinterher dann rauskommt, die Rübe oder was auch immer. Wie kommt man denn auf sowas? Ja, die Tresor, nur mal nachfragen, das ist ja schon etwas, ich sage mal, ein bisschen spacey für die meisten Menschen, die gelernt haben in der Schule, die studiert haben und die ja das, was halt Mainstream ist, was uns beigebracht wurde, übernommen haben und das zu ihrem Weltbild gemacht haben. Wie kommt man jetzt zu so einem ganz anderen oder dahinter schauenden Weltbild? Also das Wichtigste ist keine Drogen. Das Wichtigste ist am besten kaum ein Seminar besuchen. Und das Beste ist, sich in die Natur setzen. Ja. Und die Nähe zu der Natur, die Nähe zu der Schöpfung verringern. Und das kann man, indem man das weiß. Das stellen Sie sich vor, alle Menschen, wir haben ja Milliarden von Menschen. Und ich nehme Gott als Synonym für Schöpfung, weil das schneller aussprechbar ist. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, der Mensch ist im Prinzip nur deshalb da, dass Gott sich ausdrücken kann. Sonst ist das nichts. Und es gibt nur ein Bewusstsein. Es gibt keine verschiedenen Bewusstsein, sondern ein Stein hat dasselbe Bewusstsein wie ich, ein Baum. Weil wenn der Stein zerfällt, weiß sozusagen der Äther, was er macht. Wenn ich zerfalle, weiß der Äther, was er macht. Wenn irgendein anderer zerfällt, weiß der Äther auch, was er macht. Also das heißt, für mich gibt es nur ein Bewusstsein. Es gibt kein verschiedenes. Sondern das hat die Schöpfung gemacht, da leben wir drin. Und wenn Sie, und da habe ich lange Jahrzehnte gebraucht, das zu verstehen, heute sind Sie an dem Punkt angelangt, ich bin 61, ich kann etwas anderes darüber sagen, ja, aber mit vielen Höhen und Tiefen und Fehlern, die man so macht, Erfahrung weiß ich, dass solange ich sozusagen die Schöpfung in mich mehr spüre oder fühle und mich mit nach dieser richte, dann komme ich der Natur näher. Und denke mal, dass das der, wenn es ein Geheimnis gäbe, ich habe keins, ich habe gar keins, aber wenn es ein Geheimnis gäbe, dann glaube ich, ist das Interessanteste, dass man das fühlt, dass Gott sich durch mich ausdrückt oder durch sie. Und wenn ich das dann fühle, dann kann ich halt niemand umbringen, da kann ich halt nicht irgendwelche seltsame Pandemien erfinden oder sonst was, also da kann man halt gar nichts mehr. Ja. Und das ist die Antwort. Wenn Sie das empfinden können, dass Sie sozusagen das Instrument der Schöpfung sind und sie das gut machen wollen, dann brauchen sie weder channeln können noch sonst was, das ist alles Pipi-Pack, sondern sie sind einfach, sie fühlen das, was richtig und was anders ist, ja. Und das ist das Entscheidende. Sie haben nicht mehr das Gefühl, dass was Schlechtes gibt oder sonst was, sondern sie haben dieses Gefühl, dass etwas richtig und anders ist. Und alles, was nicht richtig ist, mache ich halt nicht. Und das lasse ich halt sein. Und das ist halt nur anders. Und dann soll es halt gehen. Ja. Und da gibt es kein Geheimnis, aber das versuche ich. Natürlich bin ich im Schamanismus auch sehr gut ausgebildet. Ich war Sonnentänzer in Mexiko, ich habe viele Sachen gemacht. Aber wie gesagt, das am Schluss ist, glaube ich, jetzt so seit 4-5 Jahren, ist das Wichtigste gekommen, dass ich einfach nur empfinde, dass man sich der Schöpfung dann nähert, wenn man weiß, dass sie sich durch einen selbst ausdrückt und man dem folgt. Das ist alles. Ist wieder mal einfach.
Ich versuche, ja, genau. Ja. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wahrscheinlich auch viele, die uns jetzt zuschauen oder später zuschauen, wie deinformieren Sie jetzt dieses Wasser wieder? Ja, jetzt, wie gesagt, Technologie wäre jetzt sehr, sehr lange. Ich mache wieder ein Bild, weil das könnte man dann tagen. Es ist so, dass es am Anfang waren es natürlich schon die Versuche in einem Labor. Ich kenne mich ein bisschen aus mit Alchemie, ein bisschen aus mit Spagyrik, ein bisschen von allem. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass der Mensch, wie Richelieu im 17. Jahrhundert gesagt hat, der Mensch ist das Produkt seiner Umwelt. Ja, das ist, es ist auch so. Mein Papa hat es leichter gesagt. Er hat gesagt, sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist. Ne? Dann war das aufgegessen. Ja. Ja. Er hat nicht studiert, aber der wusste auch jeder, was was es geht. Und mittlerweile ist es so, dass ich diese ganze Strecke, die ich sonst gebraucht habe, so verkürzen konnte, dass ich im Prinzip diese, was ich vorhin angedeutet habe, diese Strecke zur Schöpfung verkürze. Und dann mit einer Art, mit einem Art Raum, das ist jetzt etwas noch kompliziert zu erklären, entstehen diese Wirbelfelder, und diese Wirbelfelder machen dann diese Produkte. Das heißt, also Sie können sich einfach vorstellen, alles, was an Technik da war, gibt es nicht mehr. Okay. Ihr eigener Weg, wenn Sie den Weg gehen, die Folgekonsequenz oder die Sekundärfolgekonsequenz Ihres Lebens sind Ihre Produkte, ob Sie jetzt ein Auto bauen oder ein Putzwasser machen. Sie kommen auf dem Weg, wie Sie gehen, zu Ihrem Produkt. Und deshalb ist es so schwer zu erklären, weil es ist natürlich schon kompliziert, in Anführungszeichen, den Weg dorthin zu finden. Ich kann kein Auto bauen, das schwöre ich Ihnen. Ich kann auch keinen Motor bauen, das schaffe ich gar nicht. Ja, bin einfach viel zu dumm dazu. Aber einen Weg zu finden, wie sich Wasser wieder in das Gefüge der Schöpfung hineinbringt, diesen Weg, glaube ich, ein bisschen gehen zu können. Ja, und die Praxis zeigt ja, dass es funktioniert. Also meine Praxis zeigt es zumindest. Ja, genau. Ja, es ist also wie in der Landwirtschaft. Heute Morgen hat gerade ein Landwirt angerufen, der hat jetzt noch Äpfel, muss ich mir vorstellen, also jetzt noch Äpfel von letztes Jahr. Und die wurden nur mit ein bisschen Wasser und ein bisschen Mineralstoffe von der Firma Humanum behandelt. Und sie liegen da wie neu. Also wenn man das mal sieht, ich habe selbst solche Äpfel zu Hause. Ich habe jetzt auch am Ende des Monats zwei Köche da, die kochen mit Kartoffeln, die sich sozusagen deinformiert haben. Ja. Und da schmecken sie den Unterschied wie Tag und Nacht. Also das sagen dann die Herren, also ich sage nichts, wie immer. Ja. Das sagen dann da an die Köche. Und dann, ja, dann denke ich, dann könnten sie auf den Weg gehen. Wenn sie jetzt sagen würden, die Köche, wir wollen diese Kartoffeln haben, dann müssen sie auch dafür sorgen, dass jemand die Kartoffeln anbaut, weil sie wollen das ja. Und ich kann nur sagen, schaut her, das habe ich gefunden. Ja? Ja. Oder ist gefunden worden. Das kann man so benutzen, braucht er weniger Düngemittel, weniger Wasser und so weiter. Aber das Wichtigste, was man da auch sagen muss, ist, dass nicht die Technik oder nicht der Weg das Entscheidende ist, sondern wenn wir jetzt gerade von der Landwirtschaft reden, muss man die Wahrheit sagen, schaltet eure Mobilfunksender ab, und es wird wieder regnen. Die Wahrheit ist die erste, verstehen Sie? Das heißt also, je mehr wir, und es gibt ja dann, das hat nichts mit mir zu tun, es gibt hervorragende Entwickler auf dieser Welt, ja. Aber das primäre Wichtige ist zu sagen, ja, wenn es jetzt wieder in Franken nicht regnet, und mich einer fragt, schalt die Mobilfunksender ab, dann regnet es wieder. Das ist die erste Wahrheit. Und das ist tatsächlich so. Und darum, dass man da trotzdem helfen kann, dass Produkte ein bisschen besser werden und anders. Aber die Kernthemen und die Kernthesen, die müssen wir bearbeiten. Ne? Und das ist das Wichtigste bei sowas. Jetzt vielleicht nochmal zurück zum Putzwasser. Mich interessiert dann auch noch die Landwirtschaft. Für die, die das Putzwasser nicht kennen. Sie haben ja einen eigenen Namen gebracht. B, also Putzwasser mit Bertha am Anfang. Das war ja dieser bayerische Begriff, oder hat das noch einen anderen Zusammenhang? Also der ist auch in Franken so, der ist auch in Mainz so. Also als Rheinhesse, auf Hessisch ausgedrückt, heißt das Reuhesse. Also ist Hessisch. Ja. Ja. Wir haben nur ein Butzomme, Butzlabbe, Butzlumbe. Ja, wir kennen kein P. Ja. Und da ich aber da in München war mit der Frau Sorge und habe das sozusagen in die Welt geschafft, habe ich gesagt, ja, bei uns heißt das so. Und das war das Beste, was mir je eingefallen ist. Das ist nicht Putzwasser, Putzwasser. Weil wenn Sie das Wort einmal hören, vergessen nie mehr wieder, weil jeder sagt, das ist falsch geschrieben. Ja, genau, dann bleibt es haften. Ja, genau. Ja. Genau. Und
Wie viele Menschen nutzen denn jetzt das Putzwasser? Sie haben ja wahrscheinlich so in etwa eine Ahnung, wie viele Kunden Sie haben oder was draußen verkauft wird. Also ich glaube, dass wir, wenn wir alles zusammenrechnen, in diesen vermutlich plus minus 25 Jahren, ja, also glaube ich, haben wir 150 bis 170.000 Flaschen ausgeliefert. Okay. Und das hält ja lange. Und da haben sich ein paar Stammkunden herausgestellt, ja. Aber es kommen, also wir haben im Monat ungefähr 50% Stamm und 50% neu. Ah, okay. Das spricht sich weiter. Wir machen keine Werbung groß, ja, sondern das redet, das läuft so irgendwie. Genau. Natürlich. Natürlich halt, genau. Ja. In der Spirale und in dem Erdfeld läuft es dann so. Ja. Ist denn jetzt das Wasser, das Sie für die Landwirtschaft verwenden, ist das jetzt ein anderes Wasser als das Putzwasser? Also es ist so, dass Sie, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, dass da jetzt, also wenn wir in Spiralen oder in erdnahen Feldern reden, reden wir auch in Räumen. Ja, da ist die Information oder die Frequenz vollkommen unwichtig erstmal, sondern es gibt einen Raum, in dem Pflanzen kommunizieren. Der ist bestimmt in diesem Erdfeld. Und das, was auch Alchemisten viel besser können wie ich natürlich, aber die wirklich großen Alchemisten, da bin ich ein kleines Kind dagegen, aber wenn man das versteht, dass das Kommunikationsräume sind, dann ist das Wasser für die, als Pflanzenwasser, so heißt das halt, ja, hat dann einen Kommunikationsraum, in dem Pflanzen extrem gut kommunizieren. Da kommen dann auch die Effekte her. Ja, das ist auch ein Wasser, aber der Raum, in dem es lebt, in seinen Erdfeldern ist ein anderes. Und das Putzwasser ist wieder ein Wasser, das aus der Schnittstelle, das heißt, wenn die Erde uns Wasser gibt, dann zeigt sie uns das. Das heißt, sie macht die Erde auf und dann kommt eine Quelle raus. Also die hat uns nicht gesagt, wir sollen Löcher bohren und Tiefenbrunnenläger Wasser machen, sondern sie zeigt uns, hier kommt Wasser raus. Und an dieser Schnittstelle, wo das Wasser rauskommt, gibt es spezielle auch Herz, also Schwingungsmuster, das ist korrekt, das kann man messen. Aber dieses Wasser, wo die Erde uns freigibt, das ist sozusagen für uns da. Und da können Sie dann eher dieses Menschenwasser hin tun, in diesen Raum. Putzwasser kennt eher Materiewellen. De Broglie hat einen Nobelpreis gekriegt, hat er sehr gut beschrieben, was Materiewellen sind. Und dieses Putzwasser kennt halt diese harte, sogenannte harte Materie gut. Es sind verschiedene Räume, in der die verschiedenen Wässer laufen. Wasser für Klavier ist anders wie ein Wasser für eine E-Gitarre. Wasser für eine Posaune ist anders wie ein Wasser für einen Tuba-Bass. Das sind einfach verschiedene Räume, in der die laufen. Und dann baue ich diese Räume zusammen. Sozusagen. Das ist so ungefähr die Vorgehensweise. Also Sie bauen gerade, Sie sagen es gerade, Sie bauen die Räume und in diesen Räumen wird das Wasser für den eigenen Bereich wieder in den Ursprung zurückversetzt. Genau, ja, genau. Also das Klavier, was jetzt gerade wieder gekauft worden ist, das Klavierwasser macht halt so, der Klavierbaumeister reibt das Klavier und die Saiten alles ganz fein ab, also mit ganz wenig Wasser, darf man ja nicht viel nehmen, und dann setzt er sich dran und dann klingt das Klavier komplett anders. Ach, wow. So. Und dann sagt er, woher kommt das? Das kommt daher, weil dieses Klavier ist in den Raum des Klanges, also der Klang selbst hat auch eine bestimmte, wie ein Kommunikationsraum, eine bestimmte Definition in diesem Erdenkonzept, in dem Schöpfungsfeldkonzept. Und wenn man das dann so einreibt und dann drückt man ich kann kein Piano spielen, dann klingt das halt anders. Hören kann ich ganz gut, geht so, aber auf jeden Fall einer, der das professionell macht, sagt, das ist ein anderes Klavier, weil es in einem Klangraum steht. Und das ist die Erde, besteht zu vielerlei nur aus Klang und Spirale. Das alles, was dann folgt, wie Frequenz und so, das ist alles danach. Das ist so eine Sekundärfolgekonsequenz. Aber erstmal gibt es im Prinzip eine bewegende Spirale, die eine Art Spinrichtung, also eine Drehrichtung hat. Und die ist Teil eines unglaublichen Spiralfeldes. Und in diesem unglaublichen Spiralfeld gibt es unglaubliche Räume, in denen Dinge passieren. Und davon gibt es auch einen Kommunikationsraum. Oder einen Raum, wo jetzt Holz und Metall sich trifft. Das ist, dann wird es wieder Alchemie ein bisschen. Ja? Das wird dann auch ein bisschen kompliziert manchmal. Was gibt's denn jetzt alles für Wässer von Ihnen? Es war mir jetzt neu, ein Klavierwasser. Wusste ich ja, jetzt. Das mache ich nur für Freunde, die halt Klaviere haben oder für Klavierbaumeister. Also ich mache mittlerweile 29 verschiedene Wässer. Aber die wichtigsten sind halt Putzwasser, Menschwasser, Tierwasser, Pflanzwasser, Haarwasser. Das ist so der Standard. Ja.
Und dann kommt halt der ein und sagt, ich habe ein Klavier oder ich habe ein Problem oder so, und dann bin ich Auftragsentwickler. Das ist auch meine Liebe, ist einfach zu sagen, da ist ein Problem. Wir nehmen jetzt keine Chemie und Physik und keine Frequenzen und versuchen, das Problem mal zu lösen. Mhm. Und da versuche ich dann, wenn es denn geht, dann was zu tun. Ja. Jetzt kenne ich ja ganz viele Menschen, die begonnen haben, selbst ihre Nahrung anzupflanzen, anzubauen, auch in Gemeinschaften. Ich bin selbst in der Gemeinschaft mit dabei. Wie können wir denn jetzt dieses Pflanzenwasser für uns vernünftig nutzen? Ja, auch wenn die Antwort jetzt ein bisschen hart ist, erst wieder dafür arbeiten, dass Mobilfunk abgebaut wird. Das ist das Erste. Ja. Ja. Weil was nutzen diese? Ich meine, wir haben jetzt sehr wahrscheinlich einen 8-Milliarden-Markt an Esoterik, Spiritualität und feinstofflichen Produkten, erzählt man so, dass man so in Deutschland einen 8-Milliarden-Markt hat. Und ich nehme an, dass 8 Millionen Bundesbürger dazu hingeneigt sind, sich ein bisschen mit dem Unsichtbaren zu beschäftigen. Ja? Da gehören auch alle Heilpraktiker und was weiß ich was dazu. Und das Erste ist, dass wir abstellen, es ist tatsächlich so, ja? Wenn Sie sich schneiden oder wenn Sie sich ritzen, sagen wir mal ganz eine harte Nummer, ne? Ja. Dann können die zwar immer wieder ein Pflaster draufkleben, aber am besten ist, sie nehmen das Messer weg, ne? Weil die Ursache ist halt sozusagen. Also wenn wir mal mehr an der Ursache arbeiten, und 8 Millionen Deutsche werden da richtiges Fund, ne? Wenn die mal auf die Straße gehen und die Mobilfunksender abschalten, dann wird das Pflanzenwasser Folgendes tun, dass es vernetzt die Kommunikationsfelder, und ich habe so ein kleines Produkt, das heißt Pflanzenquelle. Da sind ganz, ganz wenige Mineralstoffe drin, die wieder in der Alchemie Mineralstoffe bauen. Ja, das heißt also, in der Alchemie ist es so wie in Ihrem Darm. Ja, Ihr Darm ist der beste Alchemist der Welt. Okay, das, wenn er gesund ist, und das gehe ich jetzt mal bei Ihnen so aus. Und wenn die Alchemie wieder wirkt und die Felder wieder synchronisiert sind, dann entstehen Milliarden auch in Ihrem Darm, Milliarden von Heilsubstanzen, die Sie gar nicht kennen. Die kennt noch nicht einmal die Medizin. Die kennt kein Mensch. Tausende von Stoffen entstehen da in ihrem Darm, wenn er gesund ist, synchronisiert ist mit der Erde, um einfach Heilinformationen zu geben. Und das ist wie bei diesem Pflanzenquelle-Produkt. Das kann im Prinzip, wenn diese Stoffe, wir haben ja einen Vergehensprozess in der Pflanze, der verdorrt, der vergeht in der Erde. Und wenn etwas vergeht, dann stehen, und da ist der Wilhelm Reich natürlich der Erste, den man nennen muss, entstehen sowas wie Bione, der hat es so genannt. Ja. Das heißt, es zerfällt alles, ein kleines Teilchen, dann kommt sozusagen das Erdenfeld und das Schöpfungsfeld, das hat er Bione genannt, es zerfällt, 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 wird ganz klein, und aus diesem Zerfallprozess entsteht schon wieder das Neue. Ja, und die neuen Substanzen, also der Wilhelm Reich hätte nie gedüngt, das machen nur andere Menschen, andere, okay? Und in dem Moment entsteht dann in der Erde Alchemie, in dem die neuen Stoffe, fehlt da Stickstoff, wird Stickstoff hergestellt, fehlt Phosphate, wird das hergestellt, weil die Erde weiß das ja alles, verstehen Sie? Also niemand weiß das besser wie die Erde. Ja. Und der Wilhelm Reich, das war ja ein genialer Mensch, ja, so. Der hat so viel entwickelt, dass er gesagt hat, wenn die Materie zerfällt, dann hat er den Zustand Bione genannt, eine vormaterielle Stufe, in der dann im Erdenfeld sozusagen neue Dinge einfach aus dem Nichts, aus dem Erdenfeld entstehen. Und Pflanzenwasser und diese Pflanzenquelle fördern diese Regeneration im bionischen Feld sozusagen. Kommunikation und Alchemie im Boden. Das ist die Lösung für die Zukunft, vermute ich mal. Okay, das heißt, wie wendet man das dann an? Man sprüht oder man taucht die Pflanzen, jetzt die Erdbeerpflanzen zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal Werbung, weil es genial ist, der Erdbeerhochböser in der Nähe von Forst, also muss ja mal Werbung machen, der taucht dann 20.000 Erdbeerpflanze in Pflanzenwasser. Ach. Eine Nacht und bringt sie aus. Und dann sieht er sofort das Ergebnis. Wenn Sie das einmal sehen, wenn Sie einmal dort Erdbeeren essen, einmal dort einen Apfel essen, einmal dort einen Spargel essen, wissen Sie, was das bedeutet. Also seit 4, 5, also erstmal kann er 99% bringen, weil er ein guter Landwirt ist. Ja. Ja. Und ich bin vielleicht nur 1%, vielleicht. Ja. Und diese 1% sind die das einfach noch einmal pushen. Ja. Und der Geschmack ist unfassbar. Ja. Und da sehen Sie, wie die Alchemie, weil da sind wir schon seit 4, 5, 6 Jahren, wie die Alchemie im Boden langsam greift. Das dauert. Ja? Und da sieht man,
am Endprodukt, was dann rauskommt. Genau, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Genau. Genau. Jetzt nochmal, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, es wird nicht damit gegossen, sondern es werden die Pflanzen, bevor sie eingepflanzt werden. Und gesprüht. Und dann noch gesprüht. Und gesprüht, okay. Also es ist ungefähr 400 Gramm pro Hektar, 500 Gramm. Das ist kein Blattdünger, das ist viel zu wenig. Ja. Aber die Mineralstoffkomponenten fördern diesen bionischen Zustand, von dem Wilhelm Reich gesprochen hat. Ja. Und da bin ich genauso noch ein Lehrling. Das muss man einfach dazu sagen. Ich versuche zwar und sehe jetzt einfach nach 5 Jahren, dass es tendenziell gut funktioniert, aber wir sind erst am Anfang. Genau. Okay. Das ist ja ein unglaublich interessantes Gebiet und ein wichtiges Gebiet, was sich hier auftun kann. Denn das hören wir immer wieder, dass unsere Böden ja leer sind und kaum mehr Mineralstoffe in den Böden aus sich raus produzieren. Ja, das heißt, das könnte man damit wieder rückführen, rückverbinden. Es ist ein Weg, ja, und wir sollen niemals isolierte Stoffe nehmen oder sonst was, sondern nur diese Erde wieder das sein lassen, was sie ist. Ja, also wenn sie jetzt zum Beispiel, es gibt ja diese große Sache, dass wir jetzt Düngemittel versprühen, Bakterien versprühen, das sind alles isolierte Stoffe. Sehen Sie? Sie können nicht einem komplexen System mit einer aus dem Verstand geborenen isolierten Sache begegnen. Ja, das geht nicht. Also Sie müssen das System verändern. Und humanen Produkte verändern das System. Ja. Das heißt, ich kann natürlich mit allen Möglichkeiten der Blattdüngung und der Bakterien Dinge fördern, die werden auch schön grün und so weiter. Aber das System ist nicht verändert. Verstehen Sie? Ja. Wir müssen die ganze Intelligenz wieder der Erde geben und wieder dem Schöpfungsfeld und uns in dieses Schöpfungsfeld hineinschauen. Darum geht es. Im Kleinen wie im Großen eigentlich prädestiniert für diese Zeit, in der wir gerade leben. Genau. Ganz, ganz spannend, auf was Sie da gestoßen sind. Das sind bestimmt viele, viele Menschen. Ich habe nur so einen Teil. Ja, aber es ist total spannend. Jetzt erzählen Sie uns doch noch ein bisschen, was das war jetzt der Bereich Wasser und was ist jetzt der Bereich Mensch? Ich meine, ich verstehe schon, wie nah das zusammenliegt. Was machen Sie jetzt im Bereich Mensch? Also wir haben seit, wie gesagt, das Produkt habe ich auch nicht ich entwickelt. In den Anfängen haben wir ein Produkt namens Menschenwasser. Das heißt, das sind zwei erdnahe Felder. Das ist der Emotionalfeld und das Mentalfeld. In der Alchemie dürfen wir, in Anführungszeichen, was darf man, aber dürfen wir nur in dem emotionalen Mentalfeld arbeiten. Menschenwasser ist ein leeres, wir hatten vorhin von Räumen, ja, ein leeres emotionalen Mentalfeld. Und wenn die Leute das aufsprühen, dann reinigen sie sich. In dem Wasser ist wieder nichts drin. In allen Produkten ist eigentlich nichts drin. Ja. Es ist nur dieser Raum. Und dann reagieren die Menschen und regenerieren. Das sieht man seit 25 Jahren. Ja. Und das benutzen Ärzte, Heilpraktiker und so weiter. Und was ich jetzt dazu, das, was mir jetzt so wichtig ist, ist, ich gebe seit 5 Jahren, 4 Jahren, das weiß ich nicht genau, einen Schöpfungsaustauschtag. Ja. Ich selbst bin katholisch geboren, war Messdiener, habe die ganze Strategie durch. Ja. Bin dann natürlich auch bei dem Laden kann man nicht bleiben, aus der Kirche ausgetreten und jeder macht so, wie er will. Und aber doch habe ich gemerkt, dass vor 4, 5 Jahren, dass ich mich nochmal mit diesem Jesus und Gott beschäftigen müsste. Und habe das auch sehr tief gemacht, soweit ich das halt kann. Und kam nur an 2 Dinge, die mir dann aufgefallen sind. Das war einmal die Vergebung und einmal dieses Bild, das sind alles Bilder, Metapher. Und das leere Grab, ne? Also 4 Tage in der Dunkelheit und dann wieder aufstehen. Und an diesen 2 Dingen bin ich hängen geblieben vor 4, 5 Jahren, habe gedacht, okay. Und da fiel mir eins auf und deshalb gebe ich jetzt den Leuten sozusagen Schöpfungsaustauschtage, wo sie beten lernen, ganz trivial. Ja? Ich habe Schamanismus, Alchemie, Spagyrik zusammengepackt in ein Gebet. Das ist ganz lustig und spannend. Und es geht aber nur um einen Punkt. Egal, ob ich jetzt das widerlegen will, was Buddhismus und sonst ist, das interessiert mich nicht. Aber es gibt einen Zustand in einem Menschen im Schöpfungsfeld, der Resonanz und Karma auflösen kann. Und das ist die Vergebung. Genau. Und deshalb gehe ich dann in diesen Tagen genau dorthin. Spüren die Menschen, das erleben die Menschen, sie laden mich ein. Ja, ich bin der Wohnzimmer-Beter-Typ. Das heißt, ich fahre dann von Wohnzimmer zu Wohnzimmer und da sitzen halt 10 oder 20 Leute und dann bringe das klingt so trivial, wie es ist. Ich bringe den Leuten das Beten bei. Also natürlich ein schamanisch, bagirisch, mystisches Gebet. Und dann üben die das und dann
kommen schon manche auch drauf, da entstehen Wunder. Dann ist ja gut, dann hast du sie gemacht, weil ich kann es ja nicht. Ja. Und in dem Moment ist die Strecke zu Gott verkürzt. Ne? Wir hatten das ja schon. Mhm. Und das ist das A und O. Wir können dadurch wirklich uns und diese Welt verändern. Schauen Sie, es gibt so viel unfassbar gute Leute, die was entwickeln. Ja, wirklich, die gibt's. Ja. Die im Naturergänzungsmarkt, in der Frequenztechnologie, schon früher nicht mehr Schaubergerreich. Also es gibt unglaublich viele gute Leute. Mhm. Und die versuchen den Leuten auch zu erklären, wenn du Elektrosmog belastet bist, dann brauchst du Elektronen und dann brauchst du Filament C mit dem Orak-Wert von Sowil und Aronia und das ganze Gläuschen und hängen den Maschinen an und so. Alles in Ordnung. Die tun das ja in guter Absicht. Ja. Die tun das ja in guter Absicht. So. Aber wenn sie in diesem Moment die Brücke ins Schöpfungsfeld schlagen, letztendlich Gott durch sie ausdrücken lassen, dann brauchen sie das alles nicht mehr. Das kann ich aber auch messen. Also ich habe so kleine Messgeräte, da kann man das messen. Und das hat mich dazu gebracht, weil ich kann ja auch nicht immer sagen, bei dem Wehwischen fehlt mir das, bei dem fehlt mir das, habe ich jetzt zu viel Elektrosmog und so weiter. Das ist ja ganz schwierig, ne, für jeden Menschen. Und da muss ja was Einfaches, wir hatten es ja, ne, muss was Einfaches her. Ja. Und da habe ich gedacht, dann mache ich mal einfach ein Gebet. So wie ich das denke. Das bringe ich jetzt den Leuten bei oder sie bringen mir was, sehr wahrscheinlich sie mir was, aber meine Kinder alle machen das. Ja? Und die Gebetsgruppen kommen immer wieder. Ja? Ich gehe teilweise viermal, fünfmal dahin. Und das ist so einfach, wie es nur geht. Ich bringe nur das Beten bei. Und dann merken die, dass da was passiert, dass sie, wenn sie Elektronen brauchen, dann kriegen sie halt Elektronen. Weil sie sind ja eine alchemistische Maschine in ihrem Darm. Ja, die Erde, der Humus, das ist eine alchemistische Maschine. Ja, da ist ein Porsche gar nichts dagegen. Das heißt, da müssen wir wieder hin, dass wir dieses selbst wir die Schöpfung ausdrücken und mit der Schöpfung heilen. Das muss wieder kommen. Weil nicht, dass die anderen ihre Produkte nicht mehr verkaufen, aber die Zeit, verstehen Sie, die Zeit der Menschheit wird etwas knapper, würde ich sagen. Das heißt, da kommt ja etwas von Ihrer alten katholischen Geschichte zurück. Da ging es ja um Religio, um Rückverbindung. Und jetzt machen Sie ja genau das, eine Rückverbindung. Nur anders. Nur anders. Aber das ja, meine Mutti, sie ist leider im Seniorenheim und dement, aber meine Mutti, wenn sie wüsste, was ich heute so treibe, dann würde ich dich freuen. Genau. Nur anders halt. Genau. Ja, nur anders, genau, ja. Jetzt für diese Zeit passen. Ich verstehe total, was Sie machen, Herr Dietrich. Ich finde es so faszinierend und ich glaube, ja, das muss raus. Und es wird jetzt auch, glaube ich, immer mehr in die Welt gehen. Also, wo ich ganz viel Bedarf sehe, weil ich hier relativ gut drin bin in diesen Bereichen, das ist diese neue Landwirtschaft, also neu in Anführungszeichen, ist ja nichts Neues, aber wo die Menschen wieder beginnen, sich mehr mit ihrer eigenen Kost zu beschäftigen und selbst anzupflanzen in kleinen, überschaubaren Einheiten. Mhm. Und da können wir vorstellen, dass ihr Pflanzenwasser hier ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist, um im Kleinen mal beginnen, diese Böden wieder gesund zu machen. Und ich verstehe das, wenn Sie sagen, wir sind selbst dieser Alchemist. Und wenn diese Verbindung steht, wenn der Raum wieder gereinigt, wenn er offen, wenn er frei ist, dann macht das Leben, die Schöpfung, Sie sagen Gott, wie auch immer mit dazu, dann macht es schon das Richtige, dass es uns gut geht. Genau. Ja, wunderbar. So einfach. Jetzt schaue ich auf die Uhr und jetzt ist eine Dreiviertelstunde schon rum. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben und bin jetzt gar nicht dazugekommen. Aber ich glaube, das war jetzt so interessant. Und ich kann mir vorstellen, genau, wir haben ja noch etwas vorbereitet. Ich sage das jetzt mal. Und zwar, es gibt noch ein Bonusmaterial für diejenigen, okay, die ja diesen Kongress dann auch kaufen in irgendeiner Form. Und wir werden noch ein Interview führen über das Thema Wasserfilter. Okay, und super. Sie sind ja jetzt einer der, habe ich schon verstanden, der das Wasser ja ganz anders sieht oder ganz anders angeht als viele andere. Und ja, wie Sie schon sagen, viele ja mit einer sehr guten Absicht. Ich habe auch schon einiges in diesem Bereich gemacht oder hinter mir oder ausprobiert. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Da gibt es ja nochmal ein Interview speziell aus Ihrer Sicht, wie man das Wasser filtert und wie man das Wasser reinigt oder wie Sie sagen würden, wahrscheinlich wieder zurückverbindet, in einen anderen Raum führt, wie auch immer. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Jetzt schaue ich noch, ob irgendeine Frage noch offen ist. Was für mich wichtig wäre, Gesundheit, Medizin haben wir gestreift, dieses Thema. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, heißt für Sie ja Medizin und Gesundheit,
dass sich das System immer selbst reinigt, selbst regeneriert, wenn, ja, wenn der Raum dazu frei ist, wenn die Information gelöscht wird, die eben über verschiedenste Dinge draufgelegt wurde, unter anderem, sagen Sie, durch die Mobilfunkmasten. Das ist ja jetzt in der Praxis nicht so einfach, denn wir nutzen all diese Technologien, bietet ja schöne viele Vorteile für uns alle. Gibt es denn noch einen, außer das, was Sie jetzt sowieso schon machen, gibt es denn noch einen Weg, wenn man sagt, okay, können wir denn diese Mobilfunkstrahlen nicht auch rückverbinden oder irgendwas? Gibt es da einen Weg? Also das ist wie bei der Notfallmedizin. Sie brauchen natürlich diese Pharmakologie und diese Medizin. Da hat sie tatsächlich was Positives gemacht in der Notfallmedizin, ja. Das kann man schon sagen. Solange wir noch alle nicht so weit ausgebildet sind, brauchen wir auch noch die Notfallmedizin. Ja. Ja? Dann gibt es die Naturheilkunde, ja, die macht halt Dinge anders und so. Mhm. Und dann gibt es halt noch verschiedene Sachen, die jetzt nicht Thema sind, weil es wird so lange dauern. Ja. Und deshalb gibt es von vielen Entwicklern für kurzfristige Sachen Stoffe, die man nehmen kann, um das Mobilfunk halt sich davor zu schützen. Und in dem Moment ist aber das Ding schon wieder vorbei. Wenn Sie sich vor etwas schützen, dann wird das andere natürlich groß, gerade von das, was Sie schützen. Und wenn Sie sich vorstellen, ich habe so ein kleines Gerät, so ein russisches Gerät, kann man für wenig Geld kaufen. Und ich mache nur ein Beispiel, wie sehr diese Themen doch verwoben sind in den Spiralen. Ne? Mache ich mal ein Beispiel an einem, wo nicht Mobilfunk ist, weil das halt doch nicht so ganz eindeutig ist. Machen wir aus einem Beispiel Gluten. Es ist jemand kein Gluten mehr. Mhm. Und dieser Mensch habe ich besucht und habe das dann zufällig gedacht, naja, dann der ist jetzt einmal 5 oder 10 Jahre glutenfrei, ne? Und habe dann also mein kleines rudimentäres Messgerät rausgenommen und ich sage jetzt mal, ohne es zu jetzt belegen, ich habe in jedem Organ Glutenbelastung gefunden. Und das ist die Entscheidung. Das heißt also, der Mensch wollte kein Gluten, wollte sich davor schützen und was hat er? Die Information Gluten, weil davor, wovor man es schützen will, das wird groß. Ja. Das ist das Problem bei allem. Ja. Dann gibt es Leute, die löschen das, aber wenn sie die gelöscht haben, die Frequenz, ist die Information der Löschung drin. So geht's auch nicht. Okay. Das Problem wird schwierig am Schluss. Ja. Alles gute Entwickler, aber das Problem wird am Schluss schwierig. Mhm. Und dann ist es so, dass man wieder auf den ersten Punkt kommt. Wir können die digitale Welt in eine analoge wieder umbauen. Da können wir auch alle mit dem Handy telefonieren, nur anders. Mhm. Das muss einfach sein, das ist das Wichtigste. Das vergessen alle. Das Wichtigste ist, da gibt es so einen schönen Satz, vielleicht ist er sogar jetzt fast am Schluss der Beste, und zwar, ich versuche den Leuten beizubringen, den Menschen einen Satz, der mir mal jemand beigebracht hat. Ist der Ansatz nicht richtig, ist die Folge beliebig. Das heißt, gehen Sie irgendwo rein, wo Sie wissen, das ist nicht richtig, dann wissen Sie nicht mehr, was passiert. Mhm. Dann passiert was. Und wenn wir jetzt tatsächlich in der Landwirtschaft arbeiten, müssen wir den Mobilfunksender in analog umbauen. Und dann können wir in diesen Schöpfungsfeldern, weil das ist analog, können wir in diesen Schöpfungsfeldern wieder unfassbare Sachen machen und mit der Erde arbeiten. Wir können jetzt ein Pflaster draufkleben, ein bisschen rumdrehen, ein bisschen besser machen, aber der Ansatz ist nicht richtig, verstehen Sie? Ja. Und wenn der Ansatz nicht richtig ist, ist die Folge beliebig. Wir wissen nicht mehr, was passiert. Und das ist überall in der Wirtschaft, Wissenschaft, der Ansatz stimmt nicht mehr. Und deshalb glaube ich, dass bei Mobilfunk oder bei jetzt in der Landwirtschaft ein bisschen was von mir oder von anderen helfen kann. Aber das große Thema ist, die großen Sachen angehen. Ne? Mhm. Das heißt also unter anderem Mobilfunk abschaffen, auf analog umstellen. Das ist kein großes Thema. Ne? Das ist schön, was Sie sagen, aber das ist von mir auch so eine Beobachtung, die ich schon relativ früh, ich glaube schon als Jugendlicher gemacht habe, weil ich gesagt habe, wieso sieht keiner mehr auf die Basis? Man muss doch von der Basis nochmal neu raus betrachten. Wenn der schiefe Turm von Pisa schief ist, dann ist er von der Basis her schief. Dann hilft es ja nichts, oben ein bisschen was auszugleichen, sondern man muss die Basis bereinigen. Und ich glaube, das wird heute gar nicht mehr gemacht. Sieht man bei so vielen Dingen, es wird das letzte Ergebnis hergenommen und darauf aufgebaut. Aber keiner hinterfragt mehr, stimmt denn die Grundannahme, von der wir mal ausgegangen sind? Und wir wissen ja, Wissenschaft verändert sich.
Wissenschaft vor 500 Jahren hatte andere Wahrheiten, als es heute ist. Der Blick zur Basis, und da sind Sie ja ganz vorne mit dran, weil Sie gehen ja richtig zur Basis zurück und die Ursprungsbasis. Und ich glaube, da liegt auch ja die große Zukunft für den Planeten, für uns Menschen, dass wir uns wieder wirklich mit der Basis zurückverbinden. Es war ein wunderbares Interview mit Ihnen. Ich bin total begeistert, welches Potenzial in Ihnen, in Ihrer Technologie, und eigentlich ist es ja eigentlich keine Technologie, sondern es ist ja ein Verständnis, ich sage jetzt mal ein Verständnis von etwas, wie Schöpfung funktioniert, wie Schöpfung aufgebaut ist, und dieses Thema Rückverbindung, Religio in einer ganz anderen Form. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube, unsere Leute, die das sehen, ich hoffe, dass ganz viele dieses sehen, werden sich hoffentlich darüber freuen. Sie haben jetzt noch zwei Dinge, die Sie gerne auch weitergeben möchten. Das eine ist natürlich das Thema Putzwasser. Ich werde einen Link oder ja, ich werde einen Link wahrscheinlich erstellen, wo die Leute das dann sehen können auf ihrer Website. Es ist also ganz einfach und es hält sehr lange, muss ich feststellen, mit diesen 7 Tropfen auf einen Liter kommt man sehr, sehr weit. Und Ihr Tagesseminar Schöpfungsaustausch, das war das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, wo Sie den Menschen dieses Thema Vergebung erlauben und beten in Ihrem Sinne, wie Sie das sagen, näher bringen. In einer anderen Art und Weise. In einer anderen Art und Weise. Das lege ich dann noch rein. Und als Bonusmaterial gibt es dann noch ein Interview zum Thema Wasserfilter. Da freue ich mich ganz besonders. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie Ihren Weg treu geblieben sind. Denn ich glaube, das, was Sie können, was Sie hier im Petto haben, wird die nächste Zeit noch sehr, sehr stark angefragt werden. Herr Dietrich, herzlichen Dank. Ich darf mich auch bedanken und ich darf mich bedanken, dass ich Menschen wie Sie das wieder zusammenführen, viele Menschen. Ja, wir sind ein Kollektiv und jeder kann etwas. Es gibt halt einen, der kann Brötchen backen, der andere kann was weiß ich, Wurst machen, der andere kann Fliesen legen. Und dann gibt es halt so Typen wie mich, die können ein bisschen Wasser machen. Okay? Ja, wunderbar. Also dann. Sehr vielen schön. Dank. Vielen Dank. Wiederhören. Tschüss, ade. Ciao.